Hallo und willkommen, liebe zoologisch Interessierten. Heute sind wir wieder bei Mike spielt irgendwas. Heute spielen wir wieder Let's Build the Zoo. Oder anders gesagt, spielen wir mit Trampolin springenden Hasen. Ja, weil so sieht das Spiel mittlerweile aus. Das ist pixelig, ja. So, aber wir haben ja nicht nur Hasen durchdrehen, wir haben ja auch die Gänse. Yes, das ist Maria. Ja, aber da sind wir ja schon drauf gekommen. Hier haben wir die Schweinchen, die in der Savanne hier rumhüpfen. Genau, da müsste ich mir ja noch irgendwas anderes machen. Grunz, sag ich ja nur. Und, also, dass die so viel Spaß haben. Ja, wir müssen hier unsere Zone natürlich erweitern und wir wollen gucken, was hier rauskommt, indem wir unsere CRISPR... in 2 Stunden kommt hier ein merkwürdiges Tier raus. Sag ich morgens von mir auch immer. Jetzt gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas geklickt. Bin so irritiert von den Hasen. Ja, ich weiß. Ich will aber nicht traden, weil dann kriege ich ja noch mehr Hasen. Ja Gott, was haben wir denn hier eigentlich? Wasserschweine haben wir. Inflationär. Sind aber günstig. Sind die günstiger geworden, die Wasserschweine? Das ist der Wahnsinn. Was haben wir hier noch? Der will Hasis und gibt jetzt auch Wasserschweine. Ja, aber... Da können wir leider nichts. Der gibt uns Schweine. Da haben wir auch noch nicht genug von. Da müssen wir erst ein paar züchten. Hier auch. Das bringt uns alles noch nichts. Und Schlangen haben wir jetzt nicht so viele, dass wir die jetzt handeln könnten noch. Wir haben nur 3. Und wir haben 3 Wasserschweine. Lulu, Lala, Lili, nein, Pixi, Paxi und Poxi. Oder schwedische Süßigkeiten wie Pip, Pop und Pops. Oh, hier ist ja ein Bus nach dem anderen inzwischen. Interessant. Liegt Müll rum. Hallo? Verschämtheit. Gut. Was ist das hier? Tiefleger. Ach. Jetzt hier Uff-Aktivitäten. Ah, die wird gefressen. Na gut, die haben natürlich jetzt hier nichts mit. Verstehe ich. Was gibt es denn eigentlich noch? Außer den Bällen. Interessante Dinge gibt es hier noch. Hier ist ja auch noch ein Ball. Viel Spaß. Und dann keine Aufgaben hier. Naja, gut. Schade, dass man die Karte nicht auch drehen kann, so ein bisschen. Oh, die Toilette wird 30 besucht, sehr schön. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen was drumherum bauen. Wir haben einen schönen Boden. So. Ja. Ich kann jetzt gar nicht so lang gehen, ne? Wir müssten wahrscheinlich den hier mal versetzen. Tun wir mal da hin. Oh. Wir haben eine brandneue Tierart erschaffen. Unglaublich süß. Wir haben ein Hybridtier. In einem erwarteten Neuanfang für das Tierreich hat der Zoo damit begonnen, Cas9 zu verwenden, um DNA-Abschnitte zu inszenieren, auszuschneiden und einzufügen. Sich in verschiedenen Tieren. Während einige dies umstritten finden, haben andere gesagt, dass sie so große Hoffnungen für das Tierreich bieten und dass es uns ermöglicht, die Natur so anzupassen, dass sie steigende Temperaturen oder andere Probleme in der Natur aushält. Alle sind sich jedoch einig, dass wir nur mehr süße Tierkombinationen sehen wollen. Ganz genau. Da auch nichts Neues hier. So. Was haben wir denn gekriegt? CRISPR. Eine Gange. Mhm.
Wo ist das? Wir haben ein neues Tier, eine Garange. Nennen mich auch Gans und Schlange. Du musst mal da rein, ne? Gucken, wie die aussieht. So, ach, und kommen die mit. Die kommt jetzt so ein Roboter angeflogen. Okay. Plönk. Mitten in den Haufen Nahrung gesetzt hier. So. Was ist das? Ein Brex, eine Gange. Ja, das haben wir nah geschaffen. Die braucht Wüste. Aha, nee, Moment, ist momentan in der Wüste. So. Wird das Ganze angezeigt. Ist eine Gans mit Schlangenkopf. Meistens bedroht von Schlange. Okay, die fühlt sich hier nicht so wohl. Quatsch. Die bewegen wir mal hier rein. So. Die ist jetzt. Ja, ist jetzt akzeptabel. Eine Gange. Sehr interessant. Neues Tier. Gange. Hört sich komisch an. Kann man hier noch machen? Da müssen wir noch mehr erforschen. Eieiei, eine Gange. Ja. Captain Cola, was will der denn schon wieder? Captain Cola, ich bin das Vorbild für Kinder überall. Ja, ganz bestimmt. Das Kohleunternehmen erhöht den Verkaufszahlen einen Tag freigeben können. Und schon wieder. Verkaufe 50 Kohle, 50 in Kohleautomaten an einem Tag. An einem Tag. Okay. Ich glaube, der Mann kriegt keinen Urlaub, aber. Was? Ah, ich habe ja nicht ausgegebene Forschungspunkte. Brunnen. Mini-Brunnen. Oh, Dekorationsscore kann man damit erhöhen. Der Brezelladen. Infostand können wir uns auch anschaffen. Arktisches Gehege. Verbrennung. Haben wir eigentlich das Problem haben wir ja noch nicht. Forschungspunkte brauchen wir dafür mehr. Die haben wir auch noch nicht. Und die Moralpunkte fehlen uns noch. Aber wir können den U-Bahn bauen, fällt mir dann auf. Tierische Bereicherung, Blatthaufen. Wofür brauchen wir die? Für jedes Tier, oder? Ja, gut, können wir ja mal machen. So. Jetzt haben wir freigeschaltet. Tropische Säfte können wir erforschen. Also Getränkeladen. Wir haben noch 5. Können wir uns dafür noch irgendwas freischalten? Große Bäume. Pflanzensamen Kohl. Ja, wer will nicht Kohl? Nee. Bodenpaket, was ist das? Ein Lager. Ah. Ein größtes Lager wahrscheinlich. Eiswagen. Gibt es denn hier noch Zucht? Müsste man das freischalten? Kriegt man hier noch was? Energie, gut und böse. Dekorationen. Toiletten, Bankladen, Gehege. Das haben wir hier. Gibt es noch was? Laternen. Das Trampolin haben wir ja freigeschaltet. Da haben wir auch alle vom tierischen Spaß dran. Ja, vielleicht gehen wir mal hier nach oben noch. Ja, dann machen wir die Mini-Brunnen hier. Mal gucken, was hier noch so kommt. Dann haben wir das Laternenpaket. Dann ist hier noch irgendwas Besonderes. So. Ja Gott, die Hasen sind außer Rand und Band. Eieiei.
Was, wie? Mechanische Präparation? Indem ich tote Tiere, die ich bekommen habe, präpariere, kann ich sie zu animierten Robotern machen. Was ist mit dem los? Die Öffentlichkeit wird sich diese Robotertiere anschauen und denken, sie wären echt. Der beste Teil ist, dass sie nicht gefüttert werden müssen und für immer halten. Soll ich dir einen Robo-Löwen geben? Nein. Nee, ich will echte Tiere haben. Spinn's wohl. Du bist wohl nicht so ganz dicht, mein Freund. So, hier machen wir nochmal eine Graslandschaft hin. Oh, ist nicht zu wenig, oder? Die können dann hier laufen. Manche Gegenstände, glaube ich, versperren ein bisschen den Weg. So. Was ist das? Ticketpreis! Ach, lass mich doch in Ruhe. Wir lassen jetzt mal so niedrig, dann kommen auch mehr Besucher. Schnüffel! So, du Schweinchen, hier hast du jetzt ausgeschnüffelt, ich sag's dir. Die beiden kommen jetzt woanders hin. Und zwar in ein grünes Gehege. So. Ich glaube, da sind die ein bisschen happier. Und die brauchen noch größeres. Brauchen ein bisschen mehr Platz. Gut, dann ändern wir das noch ein bisschen. Ist ja jetzt nicht das Problem, ne? Bombs. Ja, da kracht das Ding so. Das haben wir gemacht. Machen wir noch ein bisschen schön. Ein bisschen grün drumherum machen. Was ist das für Musik? So, das haben wir auch. Dann kriegt das Gehege hier auch noch ein bisschen was Deko. Die Schweinchen sich hier auch wohlfühlen. Laubhaufen. Ich glaube, Laubhaufen ist immer schön. Warum auch immer die Schweine sowas brauchen. Dann geben wir hier ein Bällchen. So. Ach ja. So. Da kommen wir noch einen großen Ball rein. Das auch schon viel Platz wegnimmt. Ne? So. Ah, Wasser brauchen wir natürlich auch. Nicht vergessen. Ah, Wasser. Dann haben wir hier so ein buntes Wasserbecken. So. Müssten die eigentlich alles haben. Ah, der Wasserzugang ist wieder schwierig. Haben wir denn die Wasserpumpe eigentlich versteckt hier? Da. Die deckt ja hier schon einiges ab, ne? Wo ist die? Ach, hier kann man einen Mini-Brunnen jetzt bauen. Ah ja, das haben wir jetzt freigeschaltet, ne? Guck mal, ob der nicht irgendwo im Weg ist hier, das Ding. Hier in der Mitte vielleicht, so. Das ist ein bisschen was für unsere Schönheitslevel. Ein Schild, das hier mal hinweist, das ist immer gut. Was ist denn jetzt dieses? Eine U-Bahn, komm mal an, die vergesse ich immer. Die können wir bauen. Oh, wir machen Verluste, cool. Die fanden die Eintrittspreise so hoch. Ich denke, sollte die sind zu niedrig. Was habt ihr alle? Ist ja merkwürdig. Ah, hier, Wasserpumpe, genau. Dann bauen wir hier einfach noch eine hin. So, dann bauen wir sie direkt hier hin, oder?
Direkt dahin, dann können wir den ganzen Bereich hier abdecken. So. Soll der Geiz. Wo sind wir denn? Brauchen wir eigentlich so einen Regenschirm? Würde das was bringen? Nee. Hä? Dinge zusammenbringen. Erschaffe einen Hybriden. Habe ich doch schon. Erschaffe eine Schlange- und Hase-Hybriden. Was? Warum? Schlangenhasen. Erschaffe einen Hase- und Ente-Hybriden. Ja, das, ich habe keine Enten. So. Dann machen wir nicht. Ja, da bin ich mal gespannt. Finden die Schweinchen sich jetzt wohl? Zone. Ich hatte der, die oben. Müssen wir vielleicht mal neu einteilen. So. Wir haben ja noch einen Typen. Hey, der läuft jetzt schneller. Der Wahnsinn. Verkäufer. Der ist zufrieden. Miep, miep, miep. Mein Gott, was mache ich mit den ganzen Hasen? Ah, unser Gange, der fühlt sich auch wohl hier. Verstreitzeit wie die anderen auch, ne? Sonst laufen ermüdet mich. Dann setze ich doch auf eine Bank. Da ist eine, du Nase. Ja, diese anspruchsvollen Leute hier. Das ist unglaublich. So. Was ist denn hier? Schweinchen im Kacker gemacht, oder was? Ist ekelhaft. Haben die eigentlich eine Diät? Futtermischung oder Wurzelgemüse? Hm. Was das bringen, wenn man hier ein bisschen... Ah, wir sind genauso zufrieden wie vorher. Und jetzt zusätzlich noch was Sojabohnen geben. Kostet uns aber auch noch mal was. Reste, das kostet uns nichts. Naja, sehr schön. Dann kriegen die noch mal den Müll. Dann können wir noch ein bisschen den Müll hier abladen mit den Schweinchen. So, die kriegt noch die Schweine hier. Wunderbar. Ja, das wollte ich. Dann haben wir die Pflege auch eingeteilt. Lagerraum. Wir kaufen nochmal Vorräte, bevor es wieder hier irgendwo Ärger gibt. Und hier wieder geknispert, gekrispert. Yes, ist mal hier. Grunz, sag ich dir nur. Huch! Schweinchen ist da angesprungen. Okay. Buzzy, ausgewachsenes Schwein. Tage von Aktien übrig. Okay. Aktien? Das Schwein hat Aktien? Okay. Schweinerei. Mit Hunger. Ah ja, da ist er schon. Pampe zum Essen. Lecker. So, was haben wir hier noch Schönes? Ticketpreise. Hm. Was sind die für ein Problem haben? So, machen wir die mal niedriger. Mal sehen, was zu machen. Hm. 29 für den Eintrittspreis zu hoch. So, das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr laufen. Jetzt will ich jetzt, wer will denn hier jetzt schon wieder was? Gib mir ein Schwein? Nein. Nö. Mach ich nicht. Nö, nö, nö. Ich habe hier drei meine mühsam angezüchteten Wasserschweine. Ich könnte natürlich hier eins aus dem Tierheim holen. Oh, ein schwarzes Schwein. Alles gleiche Geschlecht. Das ist eigentlich dann wurscht, ne? So.
So, da. Wollen die eigentlich auch was so Waschel-Waschel-Waschel-Zeug haben? Fütterung. Was fehlt mit der Fütterung? Hm. Das kostet mir aber auch wieder was. Müsste mal genug haben, eigentlich hier. Das kostet mich am wenigsten. Machen wir das noch dazu. Bereicherung. Das stehen hier eigentlich ganz gut. Ne? Laubhaufen. Aber Laubhaufen für Schlangen? Weiß ich nicht. Naja, gut. Könnte man, ne? Aber die ist riesig. Das passt hier nicht mehr ins Gehege. Nein, tut mir leid. Ihr müsst mit den Bällen vorlieb nehmen, die es hier gibt. Mehr kann man jetzt nicht machen. So. Die hüpfen hier wie die Wahnsinnigen wieder rum. Ich spiele ein Bällchen. Sehr schön. Kann man hier weiterbauen. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe zu viel Hasen. Wo will keiner einen Hasen geschenkt haben? Dann mal so, mal gucken. Geschäfte. Warte ich noch ein bisschen. Ich will mehr Kohle machen. Zucker war der Hammer. Slushi-Laden haben wir. Wir stellen hier nochmal. Wir haben ja Zugang, ne? Bis hier nochmal was hin. Mal Automaten hin. Was haben wir jetzt? RIP. Oh. Im Zoo ist heute ein Tier gestorben. Das ist der erste Todesfall der Öffnung des Zoos. Oh mein Gott. Eieiei. Ein lokaler Metzger klärt es an meine Uhr. Warum unterscheidet sich dieses Tier von denen, die ich jeden Tag zacke und in meinem Kunden verkaufe? Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum es bei der ganzen Aufregung geht. Hallo? Was soll das denn? Herzlos. Ein Kaninchen. Na gut, ich habe ja noch 900 in der Reserve. So ist jetzt nein, nicht. So, was haben wir dafür Gehweg hier? Da kommen die Leute rum. Ich packe mir den hier hin, dann sieht er ein bisschen ordentlicher aus. So. Was ist hier? Mhm. Ja, ja, gibt es ja auch wieder was. Die Granny-Nörglerin, Franny, starke Gerüche. So, die haben wir erledigt. Hey, 1000 Dollar, also schön. Sind die Gedenkstütte für unser Hasi. Armes Hasi. Kadaver. Der liegt hier noch rum. Ist an Altersschwäche gestorben. Ja, okay. Da brauchen wir eine Verbrennungsanlage. Okay, dafür ist sie dann. Jetzt liegt er hier ein totes Wollknäuel. So schlimm. Es dauert noch, bis hier das kommt. So. Schweinchen wollen essen. Hier ist Essen. Lauf nicht mal hier rum. Hier gibt es Wege, Leute. Benutzt die gefälligst. So was. Hier haben wir eine große Bank. Das dürfte ja auch reichen. Hier liegt wieder überall Müll rum. Brauche ich noch mehr Mülleimer oder was? Das sieht man, die Leute immer so. Schweine sind und alles. Irgendwo hinschmeißen. Die finden die Eintrittspreise zu hoch. Warum soll ich dann die Preise erhöhen? Das steht, wie mir immer sagt hier. Ja. Die Mission des örtlichen Zoos soll überwacht werden. Was ist mit euch los? Gibt es eigentlich noch Mülleimer?
Was will der denn jetzt hier? Kunst oder Allgemeinbildung? Als falsches Tier deklariert. Warum will der meine Tiere mal anmalen? Nein, wir machen keinen Pfau aus einem. Aus einer Gans. Idiot. So, hier kommt ein neues Schweinchen. Knuff, knuff. Speedo. Speedo. Lolo Pixie. Speedo. Okay, Speedo. Mach's gut. Ach nee, sie will andere Schweine haben. Nee, dann behalten wir das Schwein. Dann lauen wir uns ein anderes. Und zwar hier noch so ein schwarzes Schweinchen. Das ist ja interessant. Dann haben wir nicht nur rosa Schweinchen. Das tut den Schlangen. Ja, ganz klar. So, hier. Plonk. Hüpf, 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 hüpf. Wenn ich den aus dem Trampolin gebe, möchte ich nicht wissen, was passiert. Ei, ei, ei. Was haben die mit dem Ticketpreis? Wenn ich den jetzt erhöhe, bin ich dann zufriedener? Die Leute meckern noch die ganze Zeit. Parkbewertung. Mhm. Hm. Ja, du hast erforscht. Sehr gut. Laternen schwarz. Machen wir das mal. Mal sehen, was dann hier oben freie Landwirtschaft. Aha. Stelle Bauern ein, um Feldfrüchte anzubauen. Okay, dann kann ich hier dann meine eigenen Futtergeschichten anbauen. Ein Berggehege. Oho. Yes, das ist so ein Ja, hier. Es gibt Arktischberg. Da müsste es ja auch noch was mit Wasser geben, vermute ich mal. Ja, interessant. Ein Ballonladen. Oh, den hätte ich aber auch gern. Laternen. Okay. Der Zoo hat eine Lizenz zur Verlängerung seiner Betriebszeit erhalten. Ja, Gott sei Dank. Terrence, ein Tourist, erklärte, ich kann in meinem Zeitplan mehr öffnen und den Zoo besuchen, wann immer ich möchte. Besucher überschwemmen den Zoo auch zu späteren Stunden. Die Mitarbeiter legen zwischen den langen Arbeitszeiten eine kurze Pause ein. Siehe Bild. Ja. Längere Öffnungszeiten. Habe ich jetzt aber, kann ich ja nichts für. Ich habe die nicht festgelegt. Aha. Jemand schon eine Runde im Gehalt. Immer diese nörgelnden Angestellten. Es ist sehr billig hierher zu kommen, werde ich meinen Freunden sagen. Siehst du, das lockt nämlich Kunden an. Jetzt zeigt man hier nicht so. Guck mal, die verbrauchen jetzt CO2. Jeder Bus hier. Aha. Das wird jetzt hier angezeigt. Ach, guck mal, hier kommt der ganze Müll hin. Ah, hab ich schon mal gefragt, wo diese ganzen Müllwagen immer hinfahren. Das ist ja interessant. Hier haben wir an alles gedacht hier. Oh, guck mal, die liebt den Zoo. Und Mülleimer. Ach. Hat mir gar nicht angezeigt. Wir haben hier ein Baby. Ein Babywasserschweinchen. Gin. Hallo, Gin. Willkommen in unserem Zoo. 5 Kilo. Ja, ganz schön schweres. Kleine Schweinchen. Das ist jetzt Nachwuchs. Das kommt aus dem Tokio Zoo. Jo, da haben wir ein kleines Minischweinchen. Sehr schön. Oh, was ist hier? Wieder irgendeine Aufgabe? Ah, hier mal eine. Geht mal erledigt. So. Neue Buslinie freigeschaltet. Entschuldigung. Fabrikationsviertel? Was heißt das? Man weiß nicht. Gibt es hier noch mehr? Da habe ich noch nie durchgeklickt. Ey, das sind ja reichlich tausende Millionen von Sachen hier. Uff. Ticketpreis. Lass mich doch mal einen Ticketpreis in Ruhe. Eins teilen. Eins stellen heißt das. So, wie geht, lang dauert das hier noch? CRISPR. Noch 3 Tage, dann kommt hier wieder irgendwas Seltsames raus. Wir werden sehen, wie viel diese Dinger bringen. 60 Cent. Ein bisschen schlechter machen. Die Cola können wir mehr verdienen. Ich glaube das nicht, dass das jemand stört. Und wir können ja Koffein reinmachen. Was bringt das dann? Aha, die bewegen sich schneller durch den Zoo dann. Okay, machen wir so. Ein paar Herzinfarkte nehmen wir dann in Kauf. Dann kommt wenigstens Publicity. Und Presse ist immer gut.
Wir können hier noch eine kleine Bank irgendwo hinbauen, vielleicht. Aber ich habe ja eigentlich schon recht viele, finde ich. Mip, 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 mip. Ich will kein Schild zerstören. Die Bänke hier nochmal. Hier. Ach, da, wo die. Das Banksymbol ist, lustigerweise. Ja. Jetzt hier was stören. Wir ballern ja das zu den Bänken, ey. So. So, ah, guck mal, jetzt haben wir hier ganz neue Lampen. Eine Ballonlampe hier. Hui. Amazing, I say. Die Pflanze ist hier in this area hier. So, look at this. 15 Leute, passt nicht. Dann musst du einen reindreifen, von den Eintrittspreis so hoch. Hm. Ich weiß es auch nicht. Stelle mir Tiefflieger ein. Hey, scheiße, müssen wir andere mehr einstellen. Okay, aber eigentlich, naja. Werde grün. Die globalen Treibhausgasemissionen sind gestiegen und das würde uns sicherlich zu einer unerwünschten Zukunft in der Welt führen. Würdest du meine Hand ergreifen und uns unseren Bemühungen helfen? Absorbiere 100 CO2 in einer Woche. Hä? Soll ich das machen? Wie soll ich nicht was absorbieren? Was ist jetzt? Mein Gott, jetzt kommt das nächste schon. Das geht aber hier echt Schlag auf Schlag. Unser getarnter Ernährungsexperte hat heute den örtlichen Zoo besucht, um die Ernährung der Tiere zu beobachten und deckte die schockierende Wahrheit. Unterernährte Tiere? Die Tiere im Zoo werden gerade so gefüttert, um zu überleben, aber viele sind gewaltig unterernährt. Was? Wir haben Tiere gesehen, die nur mit einem einfachsten Ding gefüttert wurden, wie Stroh und Heu. Was ist mit denen los? Wie? Das kann ja wohl nicht sein. Nicht in meinem Zoo. Guck mal, noch. Hier haben wir noch Lampen. Ich will Lampen. Ich will, dass alles leuchtet hier. War auch kein Platz. Mip, mip, dann lassen wir das. Was ist denn mit dem Essen? Die kriegen Stroh, Wasserpflanzen und Kacke. So, was sie halt wollen. Was sie möchten. Gut, dann machen wir wieder Kacke. Und erhöhen ein bisschen die Wasserpflanzen. So, dann werden die dick und fett. Hier. Die haben ja schon gekauft, also die kriegen hauptsächlich Mehlwürmer. Ach, die hat andere Dinger oder was? Alles Wasser. Aber Brot, ich weiß nicht. Sollte man ein ganz Brot geben? So wie die sich vermehren, kriegen die genug. Und die Schweinchen hatte ich ja gerade. Die, ja, die brauchen ja Platz. Hm. Ach ja, mein neues Schweinchen ist gekommen. Ne? Hm. Dann sind sie überfüttert. Guck an. Siehste, die werden dann sogar noch überfüttert. Und hier. Die sind zufrieden. Werden wir denen noch was Gras geben? Da werden sie überfüttert. So, die sind zufrieden. Also die Tiere sind zufrieden. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Jesse haben wir bekommen. Erwachsen. So, zufrieden. Oh, 54 Tage. Aha. 220 Kilo kann das werden. Eieiei. Sieht ein bisschen anders aus, ne?
Der schnarcht im Sprung. Sehr schön, kenne ich. Trotz ihres Rufs sind Schweine eigentlich sehr saubere Tiere. Sie rollen nur im Schlamm herum, um sich abzukühlen. Aber wenn es andere Gewässer gibt, werden sie auch gerne benutzt. Sie sind auch sehr intelligent und haben gelernt, viele Spiele zu spielen, um Hunde zu überlisten. Was? Okay. Die Hasen machen mich wahnsinnig. So, aber vielleicht gibt es ja hier noch ein Babyschweinchen. Wir haben aber nur einen. Na gut. Gucken wir mal. So, was haben wir hier wieder für Alarmmeldung? Tot. Ja, das haben wir festgestellt. Oh. Eine Gans ist an Altersschwäche gestorben. Eieiei. Wir brauchen eine Verbrennungsanlage, wie es aussieht. Entschuldigung. Ein bisschen trockene Luft hier. Geburt. Dafür wurde Nero, der Hase, geboren. Noch ein Hase. Wir haben zu wenig Wasser. Oh. Hier? Die haben doch. Die sind halt zu viele Tiere drin. Das ist das Problem. Bereicherung. Anreicherungsgegenstände platziert. Wo? Hier? Ja, was soll ich da noch platzieren? Ah, ich müsste dieses Gehege größer machen, ne? Aber für den Laubhaufen. Hier bei so viel Hasen gar kein Platz. Zum Beispiel. Könnte man höchstens noch mal einen Ball hinzufügen. So. Immer noch 31 Leute, die alles. Wir brauchen mehr Platz. Eine mehr Länge sind übervölkert. Eieiei. Okay. Kein Futter mehr. Was ist denn hier los? Das hier geht hier ab. Aber jetzt auch, oder? Kauf einen Bus auf Kredit. Nee, das hat mich letztes Mal nur Geld gekostet. So, was haben wir denn hier? Weltkarte. Eine Hyäne können wir haben. Aha, und Stachelschweine. Guck mal. Und eine neue Schlange. Ein Stachelschwein. Die braucht Dingsbums. Wie heißt das? Zeug. Oh. Können wir mit irgendeinem jetzt mal handeln? Nee. Da kriegen wir noch mehr davon. Schlangen haben wir nicht so viel. Schweinchen gerne auch nicht abgeben. So, um ein neues Tier zu bekommen, können wir eigentlich noch nie was machen. Okay. Dann retten wir ein Stachelschwein. Schwachelstein. Ein Schwachelstein. Ja, eine neue Tierart, Schwachelstein. Kennt ihr noch nicht, aber wird kommen. Was ist denn hier mit dem Lagerraum los? Die können so springen. Ja, nicht nur das, Freunde, nicht nur das. So. Ja, tote Gans, ich weiß. Das bringt mir jetzt aber auch nichts. Was haben wir hier? Immer noch ein Ticketpreis. Problem hier. Na gut, machen wir es teurer, wenn ihr das so wollt. Jetzt auch Schnurz. So. Kompliziert. So. Mal gucken, ob das für die jetzt reicht. Als Platz. Boah, wird jetzt nicht mehr gemeckert. So, die
Schweinchen führen sich. Okay, die können noch was zum Spielen haben. Da können wir natürlich was tun. Soll ich den Trampolin geben? Ich glaube, das könnte mich wahnsinnig machen. Komm, was soll's. So, hüpfende Schweine. Wer will das nicht sehen? Doing, 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 doing. Yes, das ist Maria. Okay. Gibt hier noch irgendwas? Oh, bald. So, der Stachelschrank kommt hier rein. Das ist ja dann noch das passende Gehege. Und wir sollten noch einen Tierpfleger einstellen, lieber das, ne? Tierpfleger. Oh, was ist mit dem jetzt unzufrieden? Ich würde mir natürlich ein bisschen mehr Gehalt geben. Ah, komm. Oh, 4 Dollar. Wird auch minimal höflicher. Wird dadurch auch ein bisschen glücklicher. Mal gucken. So, rekrutieren. Will das dann mehr? Hm. Wenn man das auch macht. Das geht schneller, ne? Ah, okay. Dann geben wir mal Geld aus. Dann geben wir Geld aus. Machen wir das. Okay. So, hüpfende Schweine. Ein Duett. Das sieht da süß aus. So, Müll. Hm. Stell mir aus, weißt du ein. Brauchen wir einen Mülleimer. Ich brauche weniger Besucher, das ist das Problem, glaube ich. Ich habe ja schon Mülleimer platziert hier ohne Ende. Dann brauchen wir mehr Hausmeister. So, das müssen wir uns nochmal. Kann man eigentlich mehrere Stallanzeigen hier aufgeben? Hausmeister, ja. Ah, das geht. Ah, die brauchen wir nicht sofort. Okay, wir können uns mehrere gleichzeitig aufgeben. Hier CO2, okay. Was nützt das? Hm. Oh, Vorstellungsstück. Ja, es gibt immer welche, die so hoch finden. So. Können wir hier nochmal machen? Landwirtschaft, okay. Dann gehen wir nochmal. Gehege freischalten. Verbrennungsanlage, vielleicht brauchen wir sowas mal. Dann können wir auch die Tiere entsorgen, die zeitlich gesegnet haben. Dann kommen wir dahin. Schokoautomat, okay. Das ist Tierbereicherung. Duftmarker. Was ist das? Duftmarker? Kann ich da mal rumschnüffeln oder was? Na gut, das die Tiere, die sich da wohler fühlen durch. Was ist das denn? Forschungspaket Forscher plus 1. Aha, schalte einen weiteren Forscher frei. Okay, das kostet mich aber was. Hm. 4 habe ich. Nur noch für irgendwas machen. Das ist günstig. Wir machen billiges hier. Billig. Gut, dann können wir jetzt Duftmarker setzen. Ja, das. Wir kennen es nicht. Oh, Hausmeister hat sich beworben. Hey! Ja, mein Kerl, du weißt nicht, was ihn erwartet. Einer. Wow. Natascha hat sich beworben. Okay. Ist ein 1,5 Sterne. Hausmeister. Jo. Erfahrung Level 16. Was immer mir das jetzt bringt, das zu wissen. Arbeitsmoral ist gut, Energie auch. Ja. Komm. Stell mir die mal ein. Ja. So, Hausmeister haben wir. Wir haben jetzt schon mal 2, die ist hier jetzt ein bisschen. Oh, der Stachelschwein ist da. Hallo, Stachelschwein, wer bist du? Scarlet. Scarlet, der Stachelschwein. Aha.
Geräumig. Okay, das Standschwein ist relativ zufrieden. Ist nicht in Gefahr. Das Wort Stachelschwein bedeutet Dornenschwein. Stachelschweine können ihre Stachel nicht abschießen, obwohl man allgemein glaubt, dass sie es können. Okay. 9 Kilo genannt werden. Braucht Wüste. Trennfläche pro Tier 2. Okay. Gebietsraum 8. Braucht also 8 Dinger. Was ist das denn hier? Was frisst ihr denn? Schrill. Okay, das macht schrill als Geräusch. Interessant. Ja, dass man noch Wasser hat man ja, ne? Nicht, dass ich wieder vergesse. So, was will der denn hier alles? Beeren, Baumrinde und Wurzeln. Ach so, Wurzeln. Schaut schon wieder aus wie Tintenfische. Die gibt's jetzt hier nicht. Die Kosmikstadt hier wieder. 0,05, 0,04, 0,03. Wurzeln sind relativ günstig. Baumrinde auch. Okay. Dann geben wir ihm mal ein bisschen davon und ein bisschen davon. Dann wäre er überfüttert. Okay. Damit ist er jetzt zufrieden. So, und kauft das mal für den. Dann haben wir ein schönes, dickes Stachelschweinchen. So, habt ihr sonst noch was? Eine Hyäne noch? Okay, und jetzt gäbe es noch ein neues Schwein. Der will aber unbedingt, dass ich noch mehr Arten dann habe. Nee. Schlange. Die habe ich aber alle nicht, die da will. Das ist ein Bär. Ah, okay. Nee, den Bären habe ich nicht. Der hat aber Handelsanforderungen hier. Brauchen also Babys. Dann kriegen wir erst die Enten. Okay. Haben wir noch keinen neuen Bewerber? Ah, da. Wo ich gerade. Bewerber. So. 9, alter Falter. Okay. Alle entlassen. Ich schmeiß euch alle raus. Mir reicht's jetzt. So. Gehalt ist überall gleich. Sehr interessant immer. Gucken. Hier haben wir die Schakeline. Die ist schon ein bisschen weiter, was diese Sterne da angeht. Arbeitsmoral ist beschissen. Okay, dann gucken wir uns mal weiter. Die Arbeitsmoral ist gut. Und ist ziemlich unhöflich. Das ist nice. Hier ist zwar relativ ausgeglichen. Bug. Nehmen wir den Bug. So, das reicht. Ja. Das ist dieser Bug hier. Der kann sich ja gleich mal hier um das Stachels, die Schweins, kümmern. So, der eine macht die, der macht die, der macht die. Gut, dann kriegt er später bestimmt noch ein anderes Gehege dazu. Oh, neue Frau. Verkaufsrekord. Hey, wunderbar. Und hier war eine richtige Verschmitzungszone, oder? Wie es aussieht. Aber ich sehe hier nichts. Ah, 26 für den Eintrittspreis zu. Ah, interessant. Was hier? Treffer oder Fußballkapitän? Hat eine neue Aufgabe.
Sonntagsliga. Ich habe ein Fußballteam in Horizontdorf. Nachdem wir jeden Sonntag spielen, kaufe einen Bus. Hä? Wie auch immer? Sieben dunkel immer auch nichts hier. Ja. Ich sehe das nicht. Das ist mir zu unübersichtlich hier, diese Karte. Können wir das mal verschieben? Dahin. Hier muss man laufen können. Könnte man da noch mit einer machen? Hier ist auch einer, hier ist einer. Die sind eigentlich genug. Die werden noch nicht benutzt. Wahrscheinlich das Problem. Gut, da können wir also noch einen hinbauen. Ja, kann man noch vorbeilaufen, ja. Was haben wir hier? Ich mache den Ticketpreis. Noch zu niedrig. Was haben wir hier? Tod, okay. Hunger, Geburt. Was haben wir da? Brooke, wir haben ein neues Schwein. Hallo, Brooke. Du kleine Sau. Wen haben wir denn hier? So, mal gucken. Hier, geh weg. Blöde Ansicht. Wo ist er denn? Ach, der hat sich jetzt im Gebüsch versteckt. Ich will Brooke sehen. Das kleine Schweinchen. Oh, Brooke. Ein Babyschwein. Hallo, Brooke. Willkommen. Hier. Das war kein schwarzes Schwein, da haben sich zwei rosa Schweine haben sich vermehrt. Die suchen Mülleimer. CRISPR. Oh. Haanga. Okay. Was ist wohl hierbei rausgekommen? Hoi, hoi, hoi. Wir haben einen Hange. Mädchen aus Schlange und Hase. Oh Gott. Was soll ich denn den reintun jetzt hier? Mit den Schlangen? Tu mal, komm ja mal versuchen. Was ist denn da passiert? Wir müssen einfach das neue Baby sehen. Ah, guck mal. Baby zieht auch die Zuschauer an. So, hier haben wir die süße kleine Hange. X. Nimm direkt einen Schluck auf. Das ist ein seltsames Ding. Speedy, die Hange. Hange. Ist bedroht von Schlange. Also der ist nicht glücklich mit den Schlangen. Okay. Ich glaube, mit den Hasis haben wir ein Problem. Die müssen wir mal bewegen. So. Das kann man ja auch woanders hinbauen. So ist ja nicht. So. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja. Och, hier haben wir hier für gescheckte Butterscotch. Das war ein cooler Name. Butterscotch und Freeway. Wer ist denn auf die Namen gekommen? Die sehen immer interessant aus. So schwarz-braun gescheckt. Das ist ja mal süß. Okay. Die Hasen sind ja richtig. Oh, hier liegen noch die toten Hasis. Das ist nicht schön. Was machen die denn damit, wenn die. Nein. So, hier haben wir unseren Speedy Gonzales. Den. Schmeißen wir mal zu seinen Kollegen hier rein. So, damit er sich da wohler fühlt. Entschuldigung. Ja. Ja, und schon hüpft er hier wie ein Wahnsinniger. Alter Falter, wenig Wasser. Warum brauchen diese Finale? Na gut, sind mehr Tiere, ne? Then we put some of water into this here.
So. Ich glaube, ihr habt jetzt genug Fütterung. Aber der braucht immer einen speziellen Essensplan, oder wie? So. Huch. Haben wir etwas weniger. Aber wir haben noch viel Müll. Ja, das mit der Energie, CO2, da klappt nicht. Da müssen wir uns was anderes ausdenken. Busse, vielleicht brauchen wir mehr Busse. So, Fütterung, Essensversorgung, kaufen. So. Gut, hier ist jetzt noch keiner, unser Pfleger hingekommen. Hier müssen wir ein neues Gehege bauen. Lass mich helfen. Kauf einmal einen Bus auf Kredit. Oh. Ja gut, Geld haben wir. Dann machen wir noch einen Bus. Erschaffe einen Hybriden, nicht schon wieder. Erschaffe ein Wasserschwein und Hasehybrid. Wie sieht das denn aus? Ein Hasenschwein oder ein Wasserhase. Das wäre natürlich süß. Ich glaube, wir machen einen Wasserhasen. Oh Jesus Maria. Ja, was kriege ich denn dafür? Wenn die an Altersschwäche sterben, jetzt hör mal auf rumzunörgeln, Vogel. Frechheit ist das hier. Ah ja, unser Stachelschwein ist am Futtern. Jetzt sage ich nochmal eins. Das ist so eine Leine. Hier können wir noch Schlangen dazu holen. Eine ganz, okay. Ohne Hyäne. Aber weiß ich nicht. Neue Schlange. Ja. Mit irgendeinem können wir nicht handeln, was Schlangen angeht, oder? Wir wollen uns unbedingt die Wasserschweine andrehen. Hinter die Hygienen. Aber dann brauchen wir mehr. Neue Variante hier, glaube ich, oder? Gut, dann sagen wir uns noch eine zusätzliche Schlange. So, was kommt hier rein? Zonk. So. Kaufen wir das hier vielleicht. Ja. Baue zwei U-Bahnen. Andrew der Goth. Neue Aufgabe, die Dunkelheit lockt. Ich bin der dunkle Lord Gilgaroth und ich bin gekommen, um deine bösesten Tiere anzusehen. Hä? Aber ich mag das Licht nicht, weil ich ein Vampir bin. Bitte lasst mich durch deinen Zoo-Untergrund reisen. Baue zwei U-Bahnen. Das ist ein Problem. Na gut, dann. So, dann kann ich das hier auch bauen. Ja, können wir auch so machen, oder? Dann erweitern wir mal das Schlangengehege ein bisschen. Weil die, die haben es auch nicht gerade so dick hier. Mal gucken, ob das funktioniert so. Jupp. So, dann bauen wir das so rum. Dann müssen wir hier das mal versetzen, sonst kommt hier kein Mensch rum. Grunz. Das bewegen wir auch mal dahin. Dann haben wir hier einen Weg frei. So, baue zwei U-Bahnen. Okay. Hier ist das. Ah. Wie geht das? Einfach so. Eigenes Land bauen. Wie geht das? Dekorationen.
Hm? Oh. So, dann ist die U-Bahn hier schon mal angeschlossen, sozusagen. Hoffe ich doch mal. Jetzt füllen wir mal ein bisschen hoch. Oh. Wer malt der dann so blöd? So, man, oh, schwierig, so gut. Die U-Bahn haben wir. Den muss ich anscheinend noch versetzen hier irgendwie. Irgendwas mit der U-Bahn machen. Aufgabe ist erfüllt. So, wunderbar. Wo sind das hier? Oh, gibt es noch mehrere Aufgaben erfüllt. So, der Lord Voldemort, oder wie er heißt, ist hier zufrieden. 2000. Oh, danke. Da habe ich den Preis für eine U-Bahn wieder drin. Was war das andere hier? Oh, ich habe echt 100 CO2 in der Woche absorbiert. Habe ich das eigentlich eingeatmet? Aha. Okay, danke. 100. Wahnsinn. Oh, da war auch noch was. Miss Lee, wir sitzen mehr Busse. So, haben wir es auch. Dankeschön. Auch nochmal 1500. Vielen Dank. Gerne wieder. Was ist hier noch? Was gibt's hier noch? Captain Cola. Hey, ich habe genau 51 und 50. Ah, gut. Knapp geschafft, ist auch geschafft. So, hat der arme Kerl wieder einen Tag Urlaub. Viel Spaß. Bauer Pizzaladen. 150 Leute kamen. Andrew Degoss, neue Aufgabe. Ich bin der dunkle Lord. Ich bin gekommen, deine bösen Tiere anzusehen. Warte. Halte eine schwarze Schlange. Jetzt. Neue Aufgabe, schlechter Ruf. Was? Im Moment trinken deine Tiere von externen Wasserquellen. Es wäre toll, wenn du selbst versorgen werden könntest, oder? Wenn du einen Wasserturm baust, kann er jeden Tag etwas Wasser für dich sammeln. Okay. Dann müssen wir jetzt einen Wasserturm bauen. Komm ich an den denn? Wo ist das Ding? Ich sehe es hier nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, wahrscheinlich erst mühsam erforschen hier. Finde ich das Ding. Hm. Einrichtung, Brunnen. Hat das was mit Brunnen zu tun? Hier vielleicht, ne? Wasserversorgung. Ja, das kann jetzt überall sein. Keine Ahnung. Ja, da wollen wir. Aha. Was ist das denn? Neue Gänseart oder was? Na gut, wir wollen die Verbrennungsanlage haben. Dann machen wir das mal. So. Verbrenne verstorbene Tiere und unansehnliche Leichen loszuwerden. Mhm. Naja. Da gibt es hier noch Müll. Mülltonnenpaket, Recyclingbehälter. Wenn dann kein Müll in meiner Nähe ist und Leute Müll in der Hand haben, da braucht man Moralpunkte dafür. Okay, die kriege ich so leicht nicht. Da muss ich noch andere Geschichten machen. Hier ist irgendwas. Hm. Mehr Dekoration soll ich bauen. Gut, dann machen wir mal die Bäume. Und die Blumen. So, mal gucken, was das dann ist. Aha, Überwachung. Mhm. Können wir den Überwachungsstaat hier einrichten? Sehr schön. Hier ist irgendwas mit U-Bahn oder Verkehr? Was ist das denn? Landwirtschaftsmaschine. Jetzt muss ich hier riesige Bauernhöfe bauen anscheinend. Was ist hier wieder? Pläne für einen Verbrennungsofen. Obwohl ich weiß, dass sogar Krankenhäuser dazu neigen, ihren organischen Abfall zu verbrennen, gefällt mir die immer noch nicht, sagt einer Bewohner. Ich denke, ein Krematorium für Tiere macht Sinn. Was passiert sonst, wenn etwas unweigerlich stirbt? Ich möchte keine Krankheiten, Ratten oder andere widerwärtige Dinge in unserer Gegend. Deshalb denke ich, dass diese neue Verbrennungsanlage der beste Weg für alle ist. Ja, was soll man machen? Wir müssen hier irgendwo hin. Neue Aufgabe. Brennende Fragen von Mike. Ich bin's nicht. Verbrenne ein Tier. Oh.
Aha, der hat's aber auch nicht mehr so ganz alle, ne? Kleiner Brandstifter, du. Na gut. Hier gehen wir mal rum. Nächstes Mal her. Das ist hier tot, ja. Wenig Wasser, Geburt. Da können wir jetzt hier auch nichts machen dran. Ticketpreise. Hier geht mir auf die Nerven. Alter, eine schwarze Schlange. Aber ich weiß gar nicht, was ich dafür tun muss. Die Scherzkekse. Sieht's hier aus? Hm. Ah, da kommt hier noch eine Schlange. Das perfekte Bild suchen. Halte 100 Tiere. Okay. Wer ist immer noch am Rumsuchen? So, was ist unsere neue Schlange? Ah, hier. Aha. Mindy. Hello, Mindy. Eine Klapperschlange vermutlich, ne? Wenn man das hier an den Pixeln da hinten sieht. So, jetzt haben wir schon mal drei Arten. Der Kiefer einer Schlange kann sich weit genug strecken, um Beute zu fressen, die viel größer ist als ihr Körper. Zum Beispiel sind Pythons dafür bekannt, Krokodile zu fressen. Natürlich. Darum sollte man auch nie Krokodile in ein Schlangengehege tun. Die sind sofort weg. Schlürf. Oh, wo ist das Krokodil? So, ne? Logisch. Kennen wir alle. So, mal gucken. Hier wollte doch einer unbedingt Schlangen immer haben, ne? Der will die Hasis. Ja, den kannst du gerne haben, aber... Ah, könnte ich jetzt machen. Dann würde ich kriegen... die Dinger hier. Wie heißen die nochmal? Hyänen. Hyänen. Okay. Möchte ich die Schlange rausschmeißen, die ich gerade hab, ne? Oh. Was bringt mir diese Subway jetzt hier eigentlich? Was hat die Geld gekostet? Baby ist immer süß. Oh Gott, hier sind echt viele. Hier hüpft gerade eins. Dieser Ort macht irgendwie Spaß. Nicht perfekt, aber besser als zu Hause zu sein. Oh. Nun gut. Dann machen wir da noch eine Bank hin. Der ist ja da schwer ermüdet. So. Seht's, den Hinterbusch. So, hier noch eine kleine Bank. Daneben. Und hier. So. Gibt's denn hier noch alles? Dornenstrauch, okay. Mal ein Blümchen hinsetzen. Können wir auch noch Eulenuhr hinbauen. Schadet nicht. Ein paar Blümchen oder so. So. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, was ihr wollt. So, lasst mich in Ruhe. Ticketpreis. Was habt ihr mit diesem Ticketpreis? Ich bin da froh, wenn günstig ist. Dann kommen auch Leute rein. Schlimm genug, wenn unser Essen alles teuer ist. Dann können wir auch mal die Preise erhöhen. So. Komm, wir machen mal hier 4. Für euren kleines bisschen mal die Qualität wird vielleicht auch noch mehr gekauft. So. Bringt eh genug Kohle. Unser kleines Minischwein hier. Das hüpft jetzt hier auch rum. Doin. Doin. Verrückt. Mein Gott, ist das hier. Millionen Hasen. Oh, shit. Ja. Das ist der Wahnsinn hier. Ich könnte nochmal ein Stachelschwein gebrauchen, ne? Das ist so ein bisschen einsam hier, glaube ich, aber der hat jetzt hier keins im Angebot, das Tierheim. Hm. Oh,
haben wir relativ viele grüne Schlangen jetzt hier, ne? Hier ist noch eine kleine Minischlange. Taco! Hallo, Taco! How do you do? Du kleiner Schlangerich. Hier können wir jetzt ja, hier können wir theoretisch jetzt noch sowas reinmachen, ne? Hier bereit dekorieren. Stelle mir Tiefflieger ein, noch mehr? Ach, uff. Ja. Kleiner Felsen. Ah. Kann man da ja noch machen. Wir haben hier nichts zu essen. Der würde hier nicht reinpassen. Können wir mal noch ein Bällchen. Okay. Also unser Wein. Würde das dahin passen? Mal gucken. So, mal schauen. Wo war das mit der... Was können wir jetzt machen? Also wir könnten jetzt die Mindy abgeben. Und dafür würden wir dann... Okay. Zwei Hygienen kriegen. Sehr schön. Dann machen wir die mal hier rein. Mal gucken, ob das reicht. Hier von der Größe. Doch nicht. Aber das können wir immer noch umbauen. Hauptsache, wir haben die mal. Wie sieht einer tot? Tyson ist tot. Armer Mike. Kadrafa. Der hüpft nicht mehr. Armer Freund. Ach, wir müssen die Verbrennungsanlage mal bauen. Ich könnte mit Hasen heizen. Weil ich habe so. Hier sind auch mehrere Grabsteine schon. Oh Gott, was gibt's hier eigentlich? Hier dauert noch ein bisschen. Okay. Dann müssen wir mal diese komische Anlage da bauen. Ne? Wo ist die denn wohl? Fabriken. Bauernhof. Einrichtungen? Ah, hier, Verbrennungsanlage. Ja. Warum die so. Ich mach die mal so hier an den Rand. Das ist nicht so was Schönes. Dann müssen wir hier noch einen einstellen. Das Ding bedient. Okay. Ein Schmutzweg. Nee, man kann einen Schmutzweg hin. Der meckert hier, dass die Ticketpreise zu günstig sind. Ja gut, dann ist halt normal. Nicht mein Problem. So, auf Wiedersehen. Dann haben wir es jetzt. Was ist eigentlich hier? Können wir da irgendwas noch machen? Fabrikationsviertel. Hm. Okay, dann kaufen wir uns hier noch einen Bus. Verwalten. Industrie. Mhm. Oh, Materialien. Brennt gerade. Häschen. Oh. Naja, muss ja auch mal sein.
Warteschlange. 53 Minuten Brennzeit. Okay, gut, dass das alles so detailliert angegeben wird. Ja. Nee, ich geh wieder nur rum. Ah. 194 Leute kommen hinzu. Oder wollen wir mehr? Sunny, neue Aufgabe, energieneutrales Rabattsystem. Was? Okay, du hast vollkommen recht, aber wenn du den Strom erzeugen kannst, den du brauchst, kann ich dir für jede Woche, die du zu 100% mit deinem selbst erzeugten Strom betreibst, einen Rabatt geben. Okay. Dann muss ich noch so ein Ding, Windrad da bauen. Ein tradable Variant ist da. Oh, look at this. Da gibt es noch ein Schweinchen. Mhm. Was ist das? Hier gibt es eine neue Schweineart. Sieht wie ein Wildschwein aus. Hm. Okay, die nehmen wir mal. Mal sehen, was da mal rauskommt. Platziere diese Tiere hier im Schweineparadies. Oh, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Na gut. Kriegen wir hin. Tote Tiere haben wir. Energiepositiv. Ja, mal gucken. Wo war das in diesem Windgedöns? Hier. Also wir könnten auch eine Windturbine bauen. Einfach so dahin. Okay. Mal gucken. Die gibt uns Moralpunkte auch. Interessant. Wir haben auch wieder Forschungspunkte. Was können wir dafür machen mit 9? Ein Schokoautomat. Das scheint ein etwas größeres Adlager zu sein. Ballonladen. Also das kriegen wir noch nicht. Da brauchen wir mehr Moralpunkte. Recycling Center auch nicht. Wasserturm. Ach, das ist dieser Wasserturm. Da brauchen wir auch noch mehr Moral. Mhm. Okay. Komm, dann machen wir den Schokoautomat. Erstmal. Dann schalten wir frei Bodenpaket Natur. Okay, dann haben wir noch mehr Pflastersteine. Sehr schön. Es braucht. Aber gut. Dann bauen wir noch mal einen Automaten hin. So. Ein Schokoautomat. Brauchen wir dann noch Platz. Und dahin bämmeln. Und hier ist auch nicht so viel los. Und zwei davon. Kann man den irgendwie manipulieren? Ah, sehr schön. Mehr Palmöl oder mehr Kakaobutter. Mehr Zucker. Mhm. Bietet einen kleinen Energieschub. Kann zu Übelkeit führen. Saison. Komm, machen wir da mal ein bisschen süßer. Da freuen die Leute sich. Fit 50. So, mehr Palmöl, mehr Zucker. So wie es die Industrie auch macht, so verdient man Geld. Wunderbar. Das ist doch mal ein tolles Spiel. Das gibt uns mal auch richtig so moralische Dinge weiter, ne? Und die Hyänen kommen bald an, okay. Gott, die Gänse sind auch außer Rand und Band inzwischen. Ja, hier ist ein kleines Mini-Klapperschlangi. Pippin! Hello, Pippin! Du kleiner Schlanger, du schlangiges Dings. So, hier mit zwei Hyänen. Kaspar und Melchior. Nein. Ja? Logan. Hallo, ich bin Logan. Logan und Kaspar. Die haben es unbequem, weil Größe ist zu klein, okay? Ist mir jetzt aber erstmal wurscht. Wir müssen jetzt leben. So. Diesen Zoo ist alles unbequem. Okay, dann brauchen wir aber hier auch ein bisschen Ausstattung, weil wir haben hier eigentlich so nichts. Auf jeden Fall Wasserbecken. Wow. So. Wir sollen ja nicht verdursten. Wir haben jetzt uns mühsam erhandelt. Bereicherung.
Bällchen. Und dann machen wir hier noch. Komm, hier. Laubhaufen. So. Wer geht mit nicht? Heute ist Spartag. Was fressen die? Fleisch, Insekten, Aas und Eier. Kann man das Aas eigentlich selber? Kann man die Kaninchen verfüttern? Ja, ich meine, frage ja nur. Insekten müssen wir eigentlich eh mal kaufen. Damit sind wir nicht zufrieden. Schon mal Vorrat ein. Wir brauchen hier auch noch einen diesen 2-2-Wert da drin. Ah, der kann sich dann auch um die kümmern. So. Der hüpft jetzt hier ins Gebüsch. Doing, doing. Die Schweinchen haben Spaß. Was hat er mit seinen Ticketpreisen für ein Problem? So, oh, verdienen aber auch hier Geld. Nicht schlecht. So, ja. Hier ist das Mariaheim. Das ist aber schon ein ganz schönes Gewusel hier. Hier sind aber auch schon ein paar Grabsteine weg. Also unsere Verbrennungsanlage scheint zu funktionieren. Schon 20% Auslastung. Ein Tier ist verbrannt. Produktionswolle. Was produziert der denn? Hm. Kann man leider nicht so rausfinden. Irgendwas erzeugt der. Hm. Keine Ahnung. Captain Cola. Ach, der ist schon wieder. Du hast Probleme, mein Freund. So. Baue 10 Cola-Automaten. Ja. Ja. Ich glaube, hier muss ich auch noch was machen. Mal vergrößert. Uff. Ich hoffe, das reicht jetzt. Diese Kaninchen, die waren echt wahnsinnig. So, dann dengeln wir noch ein paar Automaten hin. Schöne Lampe hier hin, so. Und eine Bank. Das ist da noch gut hin. Hase verbrannt. Aha. Oh. Was ist hier? Sellerie, Teil 2. Was ist das? Ah, da kriegen wir was, wenn wir genug Besucher haben. Okay. Wir haben irgendwas erfüllt. Brennende Frage, verbrenne ein Tier. Ach so, ja, stimmt. Ah. Aufgabe beendet. Dafür kriegen wir $100. Wow. Okay. So, haben wir also auch wieder eine Aufgabe erfüllt. Wir haben ein Tier verbrannt. Also, der Wuselfaktor ist groß, wie man hier sieht. Von der Springfaktor. Ah. Ja, Wahnsinn. Ist immer noch nur ein Stachelschwein. Ah, 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 ah. Mal gucken, ob die sich irgendwann mal vermehren hier. Wenn wir noch was kriegen. So, die Schlangen. Babyschlange ist am Fressen. Der versteckt sich hinter dem Steinchen. Also schön. Dann haben wir was zu tun. Unsere Wasserschweinchen haben jetzt 2 kleine. Guck mal. Koba und Stanley. Ne, 3. Mein Gott. Das war schon eine Schweinerei. Na gut. Also, unser Zoo vermehrt sich. Ja, mein Gott. Die Tiere sterben. Wenn auch Alttiere normalerweise eben auch.
Die Schweine haben richtig Schweinerei gemacht hier, wie es aussieht. Ganz genau. Mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute. Unseren Wuselzoo, mein Gott. Also hier kann man sich echt lange mit beschäftigen, aber es wächst halt irgendwann auch über den Kopf, wenn man hier aufpasst. Das ist hier, hier geht Schlag auf Schlag. Also, aber man kann nicht sagen, hier wäre nichts los auf dem Bildschirm. Wahnsinn, Wahnsinn. Also dafür das 15 Euro, muss ich sagen, hat man da ziemlich viel Spaß und man hat viel zu tun und man kann sich da wirklich lange mit beschäftigen. Und ist auch ganz witzig. Also ich finde, das war eine gute Investition und macht Spaß zuzugucken und hier rauszufinden, wie das hier alles funktioniert. Und hier haben wir unsere kleinen Schweinchen. Und mit diesem Anblick, ah, hier haben wir unser neues Schweinchen, Fuzzi. Hallo Fuzzi. Ja, Fuzzi. Ja, dann mit diesem Anblick von Fuzzi verabschieden wir uns für diese Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Euer Schweinchenzüchter. Bye, bye. Oink, oink, oink.